pre-party, Pink versus the Vines. Do you know the clip? Do you know the That's song? That's the first time I've ever heard or seen that. That's from great. MTV Mesh. They mix two different songs into different videos. That's very cool. Which video would be perfect for your song to mix it? What do you think? Oh, welches Video könnte sein, dazu mixen? I have no idea. Maybe like Samantha Fox, I Wanna Have Some Fun, and I don't know, what would that one be? Also, weiß noch nicht genau, kannst du es ja noch überlegen. Wir Johnny haben Cash. Einen Anrufer, Johnny Cash? Johnny Cash, Hurt. Personal Jesus or Hurt? Hurt, yeah. Na, vielleicht. Hurt, and then Hurt, I wanna hear Johnny Cash Hurt with Samantha Fox, I Wanna Have Some Fun. That's what I wanna hear. Can you make that, can we call a free party? Maybe we are going to think about it, okay? So, but we have a call in the line have here. Have some fun. Oh, sorry. Look at this camera, there's a caller. Hello? Hello. Hello. Hi, John. Hi, how you doing? Oh, I'm fine, thanks. Wer bist denn du? Ich bin Corinna. Hallo, Corinna. Corinna, du hast eine Frage an John. Genau. I would like to know if there are any plans to complete the third picture on your right arm. Also, ob the tattoo komplettiert wird. You know, I don't know when I'm gonna finish it. I can finish it right now, though. I can finish it. Well, you finish it. No. Yeah. Doch, das mach... Hey, Corinna, vertraust du mir nicht? Also Corinna, wie schaust denn du aus? Hast du lange oder kurze Haare? Ich habe ganz lange rote Haare. Ah, oh, oh. That's Corinna. Oh, oh, oh. Ah. Und das jetzt hat er Corinna am Arm. Cool. Oh, schön. Hey Corinna, du bist das dritte Tattoo auf John Mayers Arm. Danke. It hurts, but it's worth it. That's perfect, or? That's Corinna. I'm gonna keep this on for the rest of the day. Wie findest du John Mayer? Ein super, mega geiler Musiker, der richtig spitzen Musik macht. Wow. John, I really love your music. You're a great musician. True. Never stop doing that shit. I'm so sad that you canceled your tour, but I'm really looking forward to seeing you next year. No, we're coming back before the end of the year. We're coming back in December. Also im Dezember kommen sie zurück auf eine Tour, kurz zum Übersetzen. Hast du das Album schon eigentlich, Corinna? Ich habe es schon, aber ich habe es natürlich nicht signiert. Das wäre natürlich sehr geil, wenn ich das... Dann kriegst du es natürlich signiert. To give the pipes a rest. Natürlich. So, would you sign for Corinna, please? Sure will. Wäre der auch so, so als Mann dein Typ eigentlich? Hm, ist schon sehr lecker. So, let's talk about, do you feel like you got a girlfriend right now? I am a traveling, lonely man. Also, er ist ein reisender, einsamer Mann. Das wäre schon mal ganz gut. Das ist eine gute Voraussetzung, um sich einen Typen zu krallen. Er ist einsam. So, for the first date, what do you do? Going out for a movie, going out for dinner, or just sitting there and playing guitar? What do you do to impress a girl? To impress a girl? Yeah, was would er machen? I would just be myself. Wie nett ist das denn? You know what I'm like? I feel like when someone hangs out with me, I don't do anything special. It's more like, hey, jump on the John train, we'll hang out, do whatever I'm doing, and then get off of it whenever you want. Okay. But I don't really like setting stuff up all the time. Also wenn ein Mädel imponieren will, einfach nur cool sein und er selber sein und dann funktioniert das schon irgendwie. Corinna beantwortet alles, ne? Ja, also du ich möchte noch sagen, have a great party tomorrow, John. It has a great what? I'm sorry? A party. Oh, really? Tomorrow, you should party. What are you going to do tomorrow? Was macht denn der morgen? Oh, because it's my birthday tomorrow. Yes! That's your birthday tomorrow! I don't believe it und ich habe das nicht gewusst. Yeah. Ich alte... Nicht gratulieren, nicht gratulieren. Nein, nicht gratulieren? Okay, ich gratuliere nicht, Corinna. Keine Angst. We've got this problem right now. Corinna, wir spielen für dich Celia. Okay, danke. Mit Love's Divine. Ich möchte Anne grüßen. Anne steht draußen und... That's for you, I signed for you. Okay, dann kriegt Anne das auch ganz gleich. Thank you very much, John Mayer. Heavier Things, das neue Album. Thanks, ja, alle bedanken sich ganz gründlich. Und ich sag auch danke fürs Kommen. War ganz nett mit dir so. That's fun. Okay, jetzt Celia. Danke, 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 danke.